Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel im Dialog mit den Mitgliedern vor Ort. Mehr als 1.800 von ihnen aus Hessen, Baden-Württemberg, dem Saarland und Rheinland-Pfalz kamen nach Darmstadt, um auf der letzten von insgesamt 4 Zukunftskonferenzen mit der Parteispitze über die aktuelle Situation und die anstehenden Herausforderungen zu diskutieren. Damit das, was uns ausmacht, nämlich die oben hören auf die unten und die unten hören denen oben zu und daraus wird dann eine starke Gemeinschaft, dann auch in die Wirklichkeit umgesetzt wird. Zu Beginn der Veranstaltung berichteten die stellvertretenden Vorsitzenden Julia Klöckner, Armin Laschet und Generalsekretär Peter Tauber über die Ergebnisse der 3 Zukunftskommissionen und der Parteireformkommission. Über diese Anträge wird beim Parteitag in Karlsruhe im Dezember entschieden. Nach der darauf folgenden Diskussionsrunde trat dann die Parteivorsitzende Angela Merkel ans Rednerpult. In ihrer Rede betonte sie, dass die CDU-geführte Bundesregierung in der Wirtschafts- und Euro-Krise Verantwortung übernommen hat und dass wir auch die Flüchtlingsfrage bewältigen werden, denn Verantwortung übernehmen, das ist auch ein Markenzeichen der Christlich-Demokratischen Union. Das haben wir immer getan, egal wie schwer die Aufgabe war. Und deshalb glaube ich, dass wir auch die Herausforderungen, die jetzt in diesen Jahren vor uns liegen oder gerade auch erst hinter uns liegen, wenn ich mal an die Weltwirtschaftskrise denke, war ja auch eine große Herausforderung. Bei der Eurokrise haben wir vieles geschafft, ganz durch sind wir noch nicht. Auch die Herausforderung der Flüchtlingsfrage, dass wir das schaffen können. Weil wir große Aufgaben immer geschafft haben. Diejenigen, die Schutz suchen vor Krieg, vor Verfolgung, vor Terror, die werden bei uns Schutz bekommen. Und andererseits diejenigen, die zu uns kommen und die diesen Schutz nicht brauchen, die vielleicht verständliche Gründe haben, aus wirtschaftlichen Gründen zu kommen, denen müssen wir sagen, damit wir denen, die unseren Schutz brauchen, nach unseren Wertvorstellungen auch wirklich helfen können, müssen die anderen wieder nach Hause gehen. Auch das muss klar sein. Zum Grundgesetz gehört, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind. Und bei uns haben Frauen manchmal was zu sagen. Das kann meiner Mutter. Es ist viel Arbeit, es ist eine große Aufgabe. Und ich will außerdem noch mal sagen, was die Bayern leisten. Im Zusammenhang mit der Aufnahme an der österreichisch-bayerischen Grenze. Das ist herausragend, das kann man gar nicht oft genug betonen. Und deshalb heißt es, Verantwortung übernehmen, nicht nur bei uns im Land, sondern auch außerhalb. Und da bin ich der festen Überzeugung, wenn das in Deutschland jemand kann, in dem richtigen Maß von Strenge, von Eintreten für unsere Werte, von auch sagen, was wir erwarten von Menschen, die bei uns arbeiten und zu uns kommen und dem richtigen Maß auch von Herzlichkeit und Offenheit und dem richtigen Maß von internationalem Einsatz, dann sind wir das. Und ich möchte, dass man eines Tages sagt, die haben das ordentlich gemacht in einer komplizierten Welt. Das wäre ein gutes Bild von der Christlich-Demokratischen Union.